Versuchen wir einfach Hush Boss Rush mit Eve. Tainted Eve. Könntet elend werden? Ich sollte auf jeden Fall auf mein Tainted Eve Knife gehen. Au. Au. Wahrscheinlich war das kein guter Weg, um. Doch, da ist es. Shit. Sieht ein bisschen aus wie der Taktstock des Windes. Aber gleichzeitig auch ein bisschen wie ein Pimmel. Versteht ihr? Nee, ich will das halbe Herz eigentlich gar nicht haben. Bleiben wir erstmal hierbei. Oh oh. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich bin zu dumm dafür. Wie soll ich jemals Boss Rush erwischen mit Tainted Eve? Oh mein fucking Gott! Können wir vielleicht mal nicht die nervigsten Räume, die es nur gibt, bekommen? Das ist ja, ich will ja wenigstens versuchen, was zu schaffen. Fuck! Och nein, was ist denn mit den Räumen hier schon? Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde den Kampf nicht mehr überstehen. Oh oh. Ja. Es ist so unspaßig. Ich will nicht in die großen Räume. Oh Gott. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, ehrlich gesagt. Vielleicht hilft der Finger. Prinzipiell, es sieht gerade nicht gut aus für diesen, für meinen Versuch mit Tainted Eve irgendwas zu schaffen. Okay. Wir lassen einfach den Finger mal ein bisschen angreifen. Ich weiß nicht, was die Feuerrate von dem Finger ist, aber das wird schon passen. Die wird schon okay sein. Ah, Pokégo wäre gut. Solar für 3 Cent wäre natürlich auch gut. Das Problem ist, dafür bräuchte ich 3 Cent. Oh, der Finger ist fast, fast ist nur ein halbes Messerherz. Ja, so gut ist er dann auch nicht, aber... War das hier mit dem Tinted Rock? Hier war das mit dem Tinted Rock. Wir haben aber keinen Schlüssel. Hier ist auch keiner. Vielleicht können wir den Siggi noch mitnehmen. Der Siggi ist doch immer für uns da. Habe ich recht? Au. Ich muss hier wirklich rüber schauen, damit ich mit dem Finger angreife. Bisschen nervig. Ich kann auch einfach in die Richtung rüberlaufen. Oh, da, das ist Schlüssel, das ist Schlüssel, das ist Schlüssel. Ja, ist der Finger oben, wird man nicht loben. So sieht's doch aus. Wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ah, manchmal blaue Spinnen im feindlichen Raum. Naja, naja, naja. Ah! Wie soll jemand schnell genug sein, um Boss Rush zu erwischen mit diesem Charakter? Ich verstehe es nicht ganz. Außer von Shelly Curry. Frischer Sub. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt schon wieder so viel Zeit für nichts verschwendet. So viel Zeit für so viel nichts. Ach du Scheiße. Dankeschön. Range und Tier Size. Viel nutzloser kann irgendwas nicht sein. Außer von Mr. Tequila, frischer Sub, und von Moglock, 11 Monate, Resub, auch dafür, vielen lieben Dank. Spiel aggressiver und weniger Leben mit Tainted Eve.
Man sollte ich wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, trau mich nicht. Das Gefühl, dann sterbe ich erst recht. Aber ja, ja. Sollte auf jeden Fall die roten Herzen alle aufgeben. Wenn wir schon mal hier sind. Ich werde den auf jeden Fall wegsprengen. Oh Gott, wie sieht Eve aus? Oh, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Wir holen mehr Blobs. Ich denke, wir müssen wirklich ein bisschen mehr auf Risiko gehen. Und jetzt ein bisschen tippeln an dem Punkt. Wenn ich die Soulhearts beibehalte, passt es ja auch alles. Dann gibt es ja auch kein Problem. Oh oh. Es gibt ein Problem, es gibt ein Problem, es gibt ein Problem. Kann natürlich doch passieren, dass die nervigsten Räume im gesamten Spiel kommen. Das kann man natürlich nicht ausschließen. So, hier ist nichts. Ich wünsche auch wirklich, ich hätte wenigstens ein... Nein, der Finger ist okay, der Finger ist okay. Ich wünsche, ich hätte aber vielleicht doch ein zweites Item bekommen, das halbwegs okay ist. Das wär echt cool gewesen, aber naja, naja, naja. Es sollte nicht so sein. Ich habe gerade sehr viele Blobs verloren, glaube ich. So, Lil Horn nimmt okay einen Schaden. Ich bin auf mal bis Herz runter. Ich denke, das ist okay im Kampf gegen Lil Horn. Sehr schön. Devil Deal? Denken wir gar nicht erst drüber nach. Den ignorieren wir. Dann machen wir das. Und ich bin weg. Keine Zeit zu verlieren. Haben wir mit den Eyedrops manchmal eine Doppelträne? Sind das die? Oh nö. Ich meine, das Soulheart ist fantastisch. Der Rest eher durchwachsen, aber naja, naja. Was soll man machen? Jetzt haben wir schon mal einen guten Trupp dabei. Und die Hälfte verloren gerade durch den Spawn. Sehr schön. Ich kriege halt auch nichts, was mir ein Damage abgibt. Ich weiß halt echt nicht, wie ich schnell genug sein soll. Das Spiel ist gerade auch echt nicht auf meiner Seite. Vielleicht kriegen wir noch BFF oder so. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das bezahlen sollte, aber vielleicht kriege ich es ja trotzdem. Puberty. Schlüssel. Wichtig! Wichtig, 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 wichtig. Unglaublich wichtiges Item gerade. Ich habe einen Tipp für dich, werde Mama Mega. Finde Mama Mega, es bringt mir aber auch nur eine Ebene. Das mache ich dann auf der Ebene danach. Was meinst du für Boss Rush? Aber das war stark. Das war ein starkes Pickup. Dann finde Mama Mega nochmal. Einfach auf jeder Ebene Mama Mega finden. Das ist kein schlechter Tipp. Aber gut ist er auch nicht. Oh oh. Room wird wahrscheinlich dann da links sein. Den versuchen wir noch mitzunehmen. Das hat vorhin meine Feuerrate erhöht. Oh oh, geht weg. Geht weg. Yeah, seht ihr, ich habe sie zurückgerufen und sie haben Schaden gemacht.
So wie ich es gehört habe, dass es funktioniert. Sehr viele Räume mit diesen grünen Typen gerade. Ihr solltet mir mal Epic Hack droppen. Bester Tipp, lass immer noch, lass sie nicht treffen. Ja, ganz so drücken es Leute nicht aus. Sie sagen dann eher sowas wie, weich mal richtig aus. Wie wär's, wenn du mal nicht falsch ausweichst? Denk doch mal drüber nach. Epic Hack mit Tented Eve wäre fürchterlich. Wieso? Ich würde einfach die ganzen Blobs ignorieren. Ich werde schnell fertig. An sich würde ich auch gerne sagen, ich will den Shop ignorieren, aber zum einen habe ich jetzt die 15 Cent und zum anderen, wenn da BFF drin ist, dann muss ich das mitnehmen. Wenn wir spontan meinen Damage verdoppeln können, wäre das keine üble Sache. Können wir aber nicht. Wir nehmen mal das mit. Potenziellen Fehler, aber wir werden es versuchen. Two of Diamonds. Ach, komm schon. Half ab. Rück raus. Das ist so ein großer Fehler. Auf Babylon. Nee. Nee. Das war gut. Das war gut. Das war wichtig. Das war stark. Das war mächtig. Das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Auch wenn meine HP ein bisschen echt scheiße sind gerade, aber... Wenn man davon mal absieht... Sind wir jetzt ja relativ stark unterwegs. Auch Babylon ist halt auch so ein gutes Item für Tented Eve. Bisschen geheilt werden. Swallowed Penny. Warum nicht? Und wir gehen weiter. Ausnahmsweise war der Herzberger einigermaßen human. Nee. Der hat eine Menge von mir abverlangt gerade. Der kann deutlich früher das Item auszahlen. Der kann das deutlich früher auszahlen. So, Hof Babylon ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Damage-Up für mich. Ah, gehen wir hier rein? Wir gehen hier rein. Wahnsinn. Das ist jetzt hier gelohnt. Ganz vorsichtig. Wer lebt noch? Du lebst noch. Da ist er. Keine Sorge, meine Klotz fangen den ganzen Damage ab. Oh, ich bin so langsam. Bin ich das gut? Wahrscheinlich schon, oder? Ne, ich glaube, das finden wir gut. Ja, doch. Das erleichtert mein Leben. Ein bisschen Piercing-Shots. Jetzt kommen wir zurück jetzt. Wenn nicht, dass ihr alle sterbt. Oh, gegen die wird das ungemein hilfreich. Noch ein bisschen Geld. Also ich würde sagen, wir machen direkt den Boss. Oh nein. Das finde ich sehr dumm,
dass die Begleiter manchmal einfach hinter dem Boss hängen oder am ganz anderen Ende des Raums sind als ich selber. Das Gefühl, dass eine Sache, die nicht hätte sein müssen. Weiß nicht, ob das ein Hot-Take ist an dem Punkt, aber es hätte sie sich sparen können. Es hätte sie sich wirklich mal sparen können. Oh, sehr schön. Gutes Stable-Deal-Item, gutes Stable-Deal-Item. Sacred Heart. Bin ich den Schild gut? Aber wir haben keine Zeit zu flehen, wir gehen weiter. Gutes Item. Ist okay, denke ich, ist okay. Ich arbeite wieder an der einzigen Mod mit dem realistischen Maßstäben. Wenn ich fertig bin, gebe ich dir Bescheid. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. XL-Ebene. Auf der einen Seite scheiße, aber auf der anderen Seite... Nein, geh weg. Auf der anderen Seite bedeutet es natürlich, dass wir relativ sicher unseren Boss Rush erwischen können. Oh, was das für eine Ausbeute gerade? Was ist eine Ausbeute? Dann noch ein bisschen Geld. Oh oh, oh oh. Also wir müssen auf jeden Fall wieder in Hof Babylon Range gehen. Ich glaube, ich sollte generell keine roten Herzen mehr mitnehmen. Oh, I'm drowsy. Oh mein Gott, wenn ich die Drowsy im Boss Rush aktivieren kann. Oder bei Hush. Da wären wir natürlich schon enorm hart im Spiel. Ich will mal nicht übertreiben. Also ich werde meine Blobs jetzt draußen lassen. Auch wenn ich sie vermutlich dann gleich alle verlieren werde, aber... Ich brauche meinen Horf Babylon Damage. Ohne kommen wir auch nicht wirklich voran. Oh, die Goldträne! Die Goldtränen! Warum macht das so wenig Schaden? Camo Andis. Jetzt nur noch Rock Bottom! Wir nehmen die Light, wir nehmen das mit. Ja, weg. Wir nehmen das mit, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Two of Clubs, sicher. Und wir nehmen das mit. Die Karte. Full Health. Oh, die Leiter wollte ich auch noch mitnehmen. Ah ja, shit, hier kann ich nicht rüber. Ja, warte, ich kann rüber. Ich habe die Leiter. Bin ich dumm? Erneut muss ich euch darum bitten, die Frage nicht zu beantworten. Oh, das sind so viele. Ich kann nur gerade sehr wenig in den Chat schauen, weil ich muss mich wirklich beeilen. Ich schau gleich wieder. Ich schau doch gleich wieder nach. Oh, Steinkisten wären auch gut. So, ich hoffe, dass wir einen Devil Deal bekommen, ehrlich gesagt. Den fände ich ganz frisch. Ja, Camo Andis. Secret Room, Secret Room. Bist du... Nee, da ist er nicht. Fuck. Schlechte Neuigkeiten. Wir haben nicht Rock Bottom bekommen. Absolut überraschende Neuigkeiten an der Stelle. Dabei war ich mir so sicher, dass wir es bekommen werden. Naja. Aber wenn wir es bekommen hätten, wäre es natürlich schon ziemlich gut gewesen. Das Problem ist, das Ganze, was ich hier habe, das bringt mir gerade nur bedingt viel beim Boss Rush. Das ist ein bisschen nervig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber damit kann ich gut Räume normale clearen. Down, das ist okay.
Ja, easy können wir normale Räume clearen. Ja, kein Problem. Gar kein Problem ist das. Oh, mach mal das weg. Ich glaube, ich habe gerade super viele Blobs verloren. Tears up. Ah, bisschen Zeit haben wir noch. Bisschen Zeit haben wir noch. Bisschen Zeit haben wir noch. Warte mal. Dankeschön. Wenn wir einen Deal bekommen, wäre es natürlich sehr mächtig. Können wir direkt zwei Items mitnehmen? Ich habe auf Babylon gar nicht mehr aktiv. Warum wurde ich hier aufgeheilt? Der Pilz heilt ja noch nicht auf. Der gibt doch nur Tears ab. Left Hand wollen wir nicht. Und wir schauen auch da links rein. Okay, kein zweiter Goldraum für mich, wie es aussieht. Kein zweiter Goldraum für mich. Hauen wir ab. Hauen wir ab und hoffen auf das Beste. Oh fuck, warum seid ihr jetzt wieder... Oh nein, 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 nein. Mein Schaden gegen Mom ist komplette Scheiße. Ich glaube, ich bin noch nicht stark genug für Boss Rush, ehrlich gesagt. Außer wir kriegen ein gutes Item. Aber wann kriegt man ein gutes Item im Boss Rush? Das passiert ja wohl auch nie. Okay. Wir wollen das Herz, oder? Soul ist auch gut, aber ich glaube, wir wollen das Herz. Und das Rechts gibt Herzen. Oh, plus 1 Health. Oh, Full Health. Oh, wichtig, 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 wichtig. Nehmen wir das noch mit und rein. Dann wieder rum. Hier ist noch ein Herz. So. Nein! Okay, was auch immer. Nee, ist schon okay, schon okay, schon okay. Nicht zu 100%, was ich wollte. Aber das ist schon okay. Eden's Blessing war schon gut. Ich wollte ansonsten Technology 2 mitnehmen und das hätte ich eh bereut. Technology 2 hätte ich bereut. Und eine Emperor-Karte, damit können wir die nächste Ebene direkt skippen. Und die Soulards bedeuten, dass wir auch direkt dann noch ein paar mehr Herzen raushauen können. Ja, wisst ihr was? Dadurch, dass ich die Tränen um mich herum habe, können wir jetzt langsam mal richtig Schaden. Ach, schau ich das an, das ist dämlich. Auf Babylon bitte, dankeschön. Weißes Herz, mächtig. Auch noch ein rotes Herz irgendwo, oder? Da. Was ist mit dir? Was willst du von mir? Ach, schau ich das an. Wahrscheinlich wieder nicht gut für die Bitrate, aber... Was soll man machen? Was soll ich machen? Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich so stark bin. Oh oh, mach mal den weg. Den würde ich auch gern wegmachen. Leuchten bedeutet Kreuz. Ich habe es mir gemerkt. Aktuell. Oh, die droppen auch immer Herzen. Das ist halt wirklich gut für mich. Ups.
Weiß nicht wirklich, was mich erwischt hat, aber ich mochte es nicht. Das ist so gut. Ich weiß nicht, ob dieser Bild wirklich gut darin sein wird, Hush zu bekämpfen, aber für Boss Rush vollkommen ausreichend. Hush mache ich mir noch ein bisschen Sorgen. Oh, ich kann nicht sehen, wegen der XL-Ebene kann ich... Okay, 11 von 15. Ich will gar nicht erkennen, welche Welle das hier ist. Aber will man ja wissen, welche Welle, welche Stelle gerade, versteht ihr? Natürlich immer die Herzen mitnehmen. Das ist natürlich das Wichtigste. So, Carrion Queen, du kannst nichts machen. Du kannst direkt mal weggehen. Ich denke, ich kann nur noch zwei aus Soul Hearts machen an dem Punkt. Falls ihr noch einen kleinen Überblick über meine Blobs habt, wie viele ich habe. Oh, der Monster ist direkt verschwunden. Direkt weggeschmolzen. Okay, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön soweit das Ganze. Letzte Welle! Letzte Welle! Naja. Vielleicht werde ich es versehentlich einsetzen oder so, keine Ahnung. Gut. Au. Boss Rush geschafft, würde ich sagen. Nächste Ebene. Nächste Ebene! Auf geht's! Auf geht's! Nee, wir wären Emperor direkt. Ich mach noch ein paar Jungs und dann Emperor. Ja gut, er wird nicht lang leben. Pageant Boy. Pageant Boy und kein Deal. Das ist doch ein Fest. Weiter geht's. Weiter geht's. Außer von Altart. 3 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Mach ich mal Custom Chars. Nee. Das ist mit diesem Custom Mod Zeug bisher. Sah nie so cool aus für mich. Nee, komm. Mach auch nicht. Machen wir auch nicht. Ja, ich nutze ABXY zum Schießen. Also wir noch schnell auf Babylon Range gehen. Dann geht's los. Wir haben ja keine Zeit mehr zu verlieren. Keinen dummen Schaden nehmen. In der Kathedrale. Wir können nicht in die Kathedrale gehen. Ah, fuck, hier geht's gar nicht weiter. Egal, wir haben eine Menge Zeit. Wir haben noch eine Menge Zeit bis Hush. Ich wünsche, wir hätten diesen Raum gerade nicht. Oh mein fucking Gott. Ich habe so viele Blobs verloren und zusätzlich noch Schaden genommen. Ich wünschte wirklich, wir hätten diesen Raum nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mir das gewünscht hätte. Naja. Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. Da haben leider auch die Camo an, die sind nichts gebracht. Ich gerade sehr viele falsche Wege. Oh, ich habe nicht viele Soul Hearts. Also wenn wir nicht noch sowas wie Queen of Hearts bekommen, dann weiß ich nicht ganz, wie der Kampf gegen Hush gut gehen soll, muss ich gestehen. Dann weiß ich nicht ganz, wie ich dieses Wunder geschehen lassen sollte. Komm schon, wo ist er? Da oben.
Geh doch mal weg! Die gehen ja, die können ja so auf die Nerven gehen, wenn man Pech hat. Nein! Oh mein fucking... Nein! Oh mein Gott, nein, nein, nein. Oh Gott, es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Es ist vorbei. Das war's. Ich hab's verkackt. Davon werde ich mich nicht mehr erholen. Ich meine, wir können... Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich kann auch den Secret Room suchen. Wahnsinn. Und dann... Sprengen den weg. Ebenfalls Wahnsinn. Will der Automat gerade... Will der Automat sich gerade über mich lustig machen oder so? Ist das euer fucking Ernst? Was zum Fick war das? Hey, was? Aber ja, ich hätte die Leiter komplett vergessen, dass ich die noch habe. Es hätte alles besser sein können. Es hätte besser sein sollen. Aber okay. Ich glaube, meine Blobs sind jetzt wieder am... Ne, sind an der richtigen Seite des Raums ausnahmsweise mal. Schauen. Ich habe dieses Husten. Ist der Raum offen? Ach, da rechts. Er ist auch noch ein bisschen länger offen. Das sieht erstmal scheiße aus, ist aber sehr hilfreich. Ich muss aber eigentlich noch relativ dringend den Super Secret Room suchen. Hier ist er nicht. Der wäre nämlich noch sehr hilfreich für mich. Ich hab auch nicht wirklich Zeit dafür. Aber da könnten viele Herzen drin sein. Da ist ein Tinted Rock gewesen. Da war ein Tinted Rock. Okay, könnte hier sein. Da ist er nicht. Kiste. Müll. Ja, keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr zum Weiterschauen. Wir können den noch mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhofft habe. Ich kann sie nicht mitnehmen. Ja. Dann würde ich sagen, wünsch mir Glück. Ich werde es brauchen. Ich werde das Glück brauchen. Was hat mir Schaden... Oh mein Gott, war das das Feuer? Das ist eine Lovers-Karte. Eine Lovers-Karte ist Tears Down. Tears Down ist natürlich eher nicht so gut. Aber erster Schaden auf der Ebene wird negiert. Das ist auch ganz nett. Mächtige Bomben.
Okay. Interessant, interessant, interessant. Wenn ich Gegner bekämpfe, werde ich für kurze Zeit unsterblich. Na, ich habe minus 1 Slug, wenn den Bomb mit der Dings Room sehen. Ach komm schon, warum liegt die Bombe so komisch gerade? Warum müssen das zwei Spacebar-Items sein? Genau, pro besiegten Gegner 2 Sekunden. Es könnte sehr interessant werden bei den ganzen Fliegen und sowas, die wir bei Hush haben. Ach, wollt ihr mich verarschen gerade? Keine Ahnung, wir aktivieren das. Ja. Kein geheimer Raum für uns. Wir legen die Lovers-Karte. Ist safe machbar? Mal schauen. Wir gehen einfach rein. Ich weiß nicht, was der beste Moment wäre zum Zuschlagen. Oh ja, eine Menge Unsterblichkeit für mich hier. Okay, die scheint aber nicht wirklich zu stacken, die Unsterblichkeit. So, dann versuchen wir es doch mal. Ich werde noch nicht so viele von den Blobs holen wie möglich, weil ich meine, zum einen Hush hat Hyper Armor und zum anderen, der Kampf wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Wenn sie länger draußen sind, werden sie geschwächter sein und das ist alles nicht gut für mich. Au. Schon. Ja, yeah, bisschen Unsterblichkeit. Wir sind alle viel zu weit weg von mir. Okay. Ich glaube, die Blobs werden nicht von der Unsterblichkeit, sind nicht von der Unsterblichkeit betroffen. Was ein bisschen ungünstig ist. Aber solange ich unsterblich bin, ist es natürlich in Ordnung. Damit meine ich unverwundbar kurz. Weil ich so, wie ich gesagt habe, unsterblich. Au. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ist okay. Es läuft okay, würde ich sagen. Es läuft okay. Kein großer Fan von den Lederkugeln gerade, aber was soll man machen? Ich frage mich, wie viel der Finger gerade carried in diesem Kampf. Ich hoffe eine Menge. Au. Ach Gott, wo kommt ihr denn jetzt her? Kommt nicht einfach so zu mir rüber, was soll das denn? Schauen, den kriegen wir doch, den kriegen wir. Nicht so viel dummen Schaden nehmen und wir haben kein Problem. Easy, easy. Jetzt noch ein bisschen unverwundbar werden. Und wir haben ihn. Erholungspause. Soul of Eve. Ja, dann würde ich sagen, wir sterben mal eben im wir sterben mal eben im Void. Lass uns mal noch eine Runde im Void sterben. Denn ich habe sowieso schon erreicht, was ich wollte. Alles Weitere spielt keine Rolle mehr. Ja, da hatte ich, glaube ich, einen super guten Run, als ich mal Delirium besiegt habe.
Ich würde sagen, im Haschkampf bin ich generell relativ okay inzwischen. Das ist die einzige Sache, die ich mir zugute halten kann in dem Spiel. Mein Haschkampf ist okay. Ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht der Partypooper sein, okay? Aber ich werde einfach in die Arenen reingehen, denn ich sehe, ich sage kein Szenario, in dem ich in diesem Run Hasch besiegen werde. Mit Hasch meine ich Delirium. Dementsprechend, wir gehen einfach rein und schauen einfach mal. Fehlt nur noch der Beast mit Tentative? Oh ja, nee, Mother fehlt mit Tentative. Black Bean ist natürlich auch ein Highlight. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Run noch lange gehen wird. Das ist ja vollkommen okay. Boss Rush und Harsh ist halt schon so ein gutes Achievement für diesen Run. Ich bin komplett zufrieden. Wir haben generell sehr viel mit Tentacle-Charakteren heute abgeschlossen. Im heutigen Stream habe ich eine Menge geschafft. Jetzt noch ein Arki. Arki wäre super gut. Arki wäre tatsächlich super gut. Denn dann könnten wir noch Mother machen. Und dann hätten wir Tainted Eve wirklich abgeschlossen. Ups, Rotten Head. Ja, wir bleiben mal bei den Spinnen. Secret Rooms abklappern. Was heißt Secret Rooms? Hier ist nur einer. Wir haben auf dieser Ebene einen und ich glaube nicht, dass ich dir mit drei Bomben finden werde, ehrlich gesagt. Scheint mir doch eher unwahrscheinlich. Fünf Bomben, vielleicht finden wir ihn doch noch. Ich mag auch die große Menge an Herzen, die ich aktuell bekomme. Das erleichtert mein Leben natürlich auch ungemein. Black Lipstick brauchen wir nicht. Wo sind die Bosse? Wo ist hier irgendjemand? Da ist jemand. Das waren farbenfrohe Gegner. Habe ich Champions spelled? Es waren einfach nur wirklich viele Champions. Ah, shit. Schlechte Neuigkeiten an der Arki-Front. Schlechte Neuigkeiten an der Front des Arkis. Ist doch guter Schaden gegen Delirium, oder? Guter Schaden, guter Schaden. Den haben wir gleich. Der lebt nicht mehr lange. Den haben wir gleich down. Wer ist der überhaupt? Was machst du hier? Oh oh, auf Babylon. Ich will ehrlich zu euch sein. Unter Umständen versuche ich es gerade gar nicht richtig. Unter Umständen habe ich es gar nicht richtig versucht gegen Delirium. Muss ich euch jetzt mal gestehen. Ja, ich habe das Gefühl, Champion Chance in White ist höher als sonst. Ja, klärt einiges. Ich hatte das Gefühl, das war jetzt. Das war kein Delirium Run mehr an dem Punkt. Überhaupt schlechte Neuigkeit, musst du nur gewinnen. Bringt die Emperor-Karte direkt zu Delirium oder nur zum Random Boss? Ah, ich denke, das müsste ein Random Boss sein. Aber, Freunde, was haben wir heute alles geschafft? Lass mich mal Revue passieren lassen. Was haben wir gemacht? Oh ja, warte, wir haben Tainted Judas abgeschlossen. Wir haben The Beast mit Tainted Judas gemacht. Und mit Tainted Eve haben wir Mega Satan, Boss Rush und Hasch geschafft. Was macht der LB da unten rechts? Oh, das sind die Easter Egg Seeds, die man eingegeben hat. Aber deswegen sieht es auch aus wie ein Ei. Hast du schon Sacred Orb unlocked? Ja, Sacred Orb hatte ich schon lange frei. Ja, ich würde sagen, es fehlt immer weniger.
Tented Lazarus sollte ich demnächst mal in Angriff nehmen, aber... Also ich sage es, wenn wir Tented Lazarus fertig haben... Warum habe ich mit Tentblue Baby so Probleme? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich sollte auf jeden Fall Tented Lazarus noch machen in absehbarer Zeit. Und wenn wir den haben, dann ist halt wirklich nur noch... Nur noch ein bisschen Kleckerkram, bis wir dann zu Tainted Jacob kommen. Also wir kommen tatsächlich voran. Tainted Jacob ist so das vernachlässigte Kind. Ich habe mit Tainted Jacob Mother besiegt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Denn das ist auf jeden Fall schon mal einer von den anstrengenderen Unlocks, den ich nicht mehr machen muss. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich habe Angst vor der Isaac-Pause, wenn Tainted Jacob kommt. Das wird unweigerlich wieder passieren, so wie jedes Mal. Aber jedes Mal, wenn ich zurückkomme, schaffen wir noch ein bisschen mehr. Erinnert euch noch, das war vor einem Jahr oder so, ich das Spiel pausiert, habe ich gesagt, ja, langsam ist nur noch der ganze Kram, den ich nicht leiden kann. Und wir haben so viel mehr abgeschlossen in der Zwischenzeit. Greedia Bethany. Ja, ich glaube, wir werden beim nächsten Mal versuchen, den Greedia-Mode abzuschließen. Wenn wir den nächsten Stream machen. Ich denke, das wäre ein ganz gutes Ziel, oder? Greedia Mode Firma abgeschlossen zu haben. Ich denke, das wäre in Ordnung. Ja, Tainted Bethany, Greedia Mode sollte easy werden. Tainted Jacob, ja, Greedia Mode, nervig, aber naja, ist halt Tainted Jacob. Und es ist Greedia Mode, also wird das kurz und schmerzhaft. Ich wollte sagen kurz und schmerzlos, aber es wird kurz und schmerzhaft. Greedia mit Tainted Jacob ist auch nicht so schlimm, es geht halt nicht so lang. Und ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.